Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Lords of Football. Heute haben wir unser drittes Saisonspiel. Damit haben wir in der letzten Folge ja aufgehört. Und wir spielen gegen Hoffenheim Thunders. Haben eine Gesamtstärke von 2,5 Sternen. Also realistisch gesehen müssten wir eigentlich das Spiel jetzt gewinnen. Und wir sind die einzige Mannschaft, die noch kein einziges Gegentor kassiert haben. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie denn unser drittes Spiel hier ausgehen wird. Die Aufstellung werden wir jetzt erstmal so lassen, wobei nein, können wir nicht, weil unser rechtes Mittelfeld, The Enchanter, sich verletzt hat. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir erstmal einen Ersatz für ihn bekommen. Und dann haben wir schon das Problem, wir wissen keine Ahnung für wen. Ja, können wir ja nur einen Verteidiger reinmachen. Ja, lassen wir mal so. Angriff fesseln. Okay, da habe ich ja die Seiten. Okay, dann lassen wir das mal so und starten damit das Spiel, unser drittes Saisonspiel, und hoffentlich werden wir das auch hier natürlich mit den 3 Punkten beenden. Da kommen unsere Spieler auch aufs Feld und los geht's. Ah, Grätsche vorbei. Und direkt mal den Konter starten hier. Und Pause. So. Den können wir direkt mal am besten in den 16er sprinten lassen. Und tja, das machen wir jetzt. Spielen wir jetzt ab. Das Problem ist natürlich, dass keiner mitgelaufen. Bedeutet, wir lassen den jetzt mal aufs Tor schießen und hoffen, dass er trifft. Ah, schade. Aber wenigstens eine Ecke und die Motivation von ihm ist auch hochgegangen. Okay, der spielt ja schon. So. Direkt mal Ball passen, damit wir direkt weiter über außen spielen können. Und natürlich läuft er innen. Okay, den können wir ja zu ihm spielen. Das steht ja frei. Und er kann draufbolzen. Ah, schade. Okay, übers Tor. Aber wenigstens schon mal ein guter Ansatz. Und wir haben noch keine Torchance zugelassen. Ja, da dribbelt der hier unsere Spieler aus, das kann ja nicht sein. Spieler angreifen. Jawohl. Und ab nach vorne. Ah, kein guter Pass. Wie kann man so einen Pass spielen? Puh. Noch mal gerade so dazwischen gegangen. Ey, das gibt's doch nicht.
Moment, geklärt. Ja, doch nicht. Doch, und ab nach vorne. Okay, ich sag ab nach vorne und die spielen sich hinten den Ball. Oho. Wir haben in der letzten Folge das Passen eigentlich geübt. Man sieht allerdings nichts davon. Und auf geht's nach vorne. Okay, das war ich. Hätte ich es auch so gemacht, aber. Unser Mann, und der soll jetzt in den 16er sprinten. Und zieh drauf. Und da ist das Ding. 1-0 für uns. Sehr stark gemacht hier. Und wer hat gemacht? Kringe. Verteidigen. Guter Befreiungsschlag. Und ab nach vorne. Nach vorne. Das aber ist gelb. Ha, gute Flanke. So, wie sieht's denn mit unseren Spielern aus? Oh, shit. Ja, wir müssen jetzt in der Halbzeit gleich mal wechseln. Sprinten. Ich sag Sprint nun. Naja. Okay. Dann wollen wir mal auswechseln. Jetzt machen wir das so. Tja, das ist das Problem. Jetzt haben wir keine Verteidiger. Aber ins offensive Mittelfeld. Alles klar. Press kann erstmal so bleiben, beziehungsweise muss so bleiben. Und das war ein taktisches Foul. Aber jetzt kommt wenigstens unser Wechsel. Das ist auch cool gemacht. Mit den Leibchen stehen die da und dann tauschen die. Und unser Keeper hat den Ball. Und wieder ein taktisches Foul, war clever gemacht. So können unsere Leute wieder nach hinten laufen. So, ab nach vorne. Nach vorne. So, du passt dahin. Du. Ja, eigentlich müsste jetzt er hinterlaufen.
Allerdings weiß ich, dass der das wieder mal nicht tun wird. Ne, von daher werden wir jetzt auch anders. So. Mann. Nach außen laufen. Okay. Und. Oh, da war ein Fehler von unserem Gegner. Da hätten die sich das 2-0 selber reingehauen fast. Und damit wechselt jetzt auch die Hoffenheimer. So, Einwurf für uns. Wir haben den Ball, das finde ich gut. Und dann schlagen wir mal die Flanke direkt. Ich mache passen und er schießt. Aber da haben wir den Ball wieder oder hatten den Ball wieder. So. Er greift den an. Und ihn, der wird bewacht, so wie er wird von ihm bewacht. So. Jetzt kann mal einer drauf gehen. Nee, kann er nicht. Aber jetzt. Ja, angreifen. Ach, schade. Aber okay. Wir sind in der 70. Spielminute. So. Ja. Kann ihn bewachen. Er bewacht ihn. Er bleibt da. Er sollte eigentlich angreifen, aber dafür haben wir keine Energie wieder mal. Und damit haben wir den Ball und können noch nicht den Konter. Können wir denn hier irgendwas hinmachen? Nein! Dann lauf wenigstens. Oh nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte, dass er den Ball hier hinspielt, aber dann soll er lieber da. Aber warum läuft denn der nicht? Das verstehe ich nicht. Wir machen ganz anderes. Ist ganz anderes, als dass ich denen das sage. Sprint. So. Und du? Tja. Ball passen. Und da ist das Ding, jawohl. Bahne macht es. Auch wenn ich eigentlich wollte, dass er den Ball reinflankt, aber gut. Hat ja auch funktioniert so, ne? Damit steht es 2-0 gegen Hoffenheim. Und ja, ich glaube, wir könnten jetzt auch mal wechseln. Unseren einzigen Spieler können jetzt noch einmal wechseln. Frage ist, wen wechseln wir jetzt hier ein? Auch wenn das eigentlich nicht. Ja, gut. Den haben wir ja gerade eingewechselt. Und Mittelfeld, ja, der hat keine Energie. Müssen wir jetzt einfach so machen. Geht nicht anders, aber. So, Verteidigung. Bewachen. Er soll ihn angreifen.
Ach, immer diese. Die machen nur einen Schritt und der Schiri pfeift da faul. Aber okay, so können wir wenigstens auswechseln. Weil unser Spieler, der war echt kaputt. Aber alles sind schon mal gut. Sind motiviert. Bis auf zwei. Sind halt neutral. Aber läuft. Und stark gehalten. Wir sind auch nach 83 Minuten noch weiterhin ohne Gegentor in der Liga. So. So, da sehe ich direkt bei Passen. Ob der das jetzt auch macht, ist eine andere Frage. Ja, macht er. Auch wenn es wieder mal. Also die passen hier extrem spät. Und da läuft er. Und dem sein Pass, den will ich auch. So. Allerdings, ob der jetzt. Ob wir jetzt mit dem. Dem. Ja, können wir. Klappt das, was ich vorhab? Und. Ah, nein. Schade. Aber wir haben eine Ecke und wir sind in der 89. Spielminute. Ah, schade. Und. Ah. Okay. 3 Minuten Nachspielzeit. So, wir werden jetzt erstmal hier verteidigen. Okay, so. Du, der übernimmt ihn. Und er kann keinen mehr. Und er soll bei dem hier eigentlich bleiben. Du bewachst den. Und oje. Oje, gelbe Karte. Aber egal. Die Zeit läuft. Und geklärt. Und wir sind ohne Gegentor und haben auch das. Die 3 Punkte bei uns behalten. Das ist eine starke Leistung. Hätte ich nicht gedacht, dass wir momentan in der Liga so gut sind, weil, ja, wie gesagt, wir sind bei 3. Das war jetzt auch das fürs erste, das letzte Mal, dass ich jetzt das Spiel auch gezeigt habe. Weil wir haben jetzt nur das Spiel gesehen. Wir sind schon bei 17 Minuten Aufnahme. Von daher werde ich die nächsten Spiele wieder. Ah, Auftrag ausgeführt. Du hast 2 Ligaspiele gewonnen. Sehr, sehr ermutigend. Um meine Dankbarkeit zu zeigen, werde ich einige Verbesserungen am Trainingsplatz vornehmen lassen. Laufbahn und Platz auf Level 2 verbessert. Das ist gut. Okay, und was kommt jetzt? Nichts. Ja, auf jeden Fall werde ich die Spiele erstmal wieder erstmal hier versammeln. Erstmal ein paar Spiele wieder simulieren. Weil. Ja. Also das sehen wir einfach nie irgendwas, sondern immer nur das Spiel und einen Tag Training. Und das finde ich so ein bisschen blöd. So. Wir jetzt erstmal hier so ein bisschen hohe Bälle trainieren. Haben wir das 2-mal gehabt? Ja, haben wir 2-mal gehabt. Alles klar, der hier ist verletzt. Der geht zum Physio. Verletzt. Hallo, wo ist denn der?
lassen wir die Turniere machen, wenn wir aufpassen. Trödelt herum, sie nach, ob er trainiert. Ist er da? Achso, wie eine Sucht. Moment, man, scheiß auf die Sucht. Wir lassen die jetzt erstmal hier so ein bisschen trainieren. Aber unsere. Das ist ein Torhüter von uns. Die Torhüter, die tun wir jetzt erstmal. Erstmal hier in den Fitnessraum und Fitnesskraft. Ja, das ist der Verletzte. So. Geh mal zum Doktorchen. Wo haben wir denn hier noch unseren zweiten, wenn wir Streise werden? So. So. Nein. Hä? Was hat denn der jetzt wieder für Krämpfe? Ja, gar nichts macht. Also, was will der? Ja, diese. Kehren. So. Müsste. Jawohl, das geht. So, wir haben ja eigentlich neue Fähigkeiten, allerdings. Ja, hier haben wir nichts. Was denn? Freistöße und Ballgefühl. Die Freistöße werden wir jetzt hier. Boah, und das Ball, die ist richtig besser, das Ballgefühl. Ballgefühl können wir nur am Tor kriegen. Scheiße. Ach, so. Kraft. Okay, das können wir auch hier trainieren. Kondition. Kraft. Führungsqualität, die Kreativität. Okay. Lassen wir mal unsere Torhüter. Dann können wir hier direkt mit denen. Kraft. Lol. Ja, was ist denn das? Cooles Training. Gehen wir mal den zum Passen.
Sehr gut. Ha, ja. Einmal Wikinger. Okay, machen wir mal Schluss damit. Haben die Jungs sich das verdient? So, was können wir jetzt? Haben wir hier auch was Neues? Nein, wir passen. Und Strafen. Okay, da lese ich erstmal uns. Gucken wir uns mal an, wie es jetzt hier bei uns in der Tabelle aussieht. Wir haben jetzt gewonnen. Und wir sind auf Platz 3 mit 7 Punkten in 3 Spielen. Also, ganz gut. Immer noch kein Gegentor passiert, 4 Tore geschossen. Sind die einzigsten Mannschaften. Ja, die einzige Mannschaft, die kein Tor kassiert hat. Ja. Hier bei München, also München Saints und Frankfurt Gladiators haben ein Tor jeweils kassiert und das eine, ja. So. Als Info. Ach, jetzt laufen die in die Kabine. Jetzt schon trainieren. Schon geil aus. Und dann wollen wir mal schauen, wie viele Leute wieder hier in der Kabine. Ist noch eine. Schade, dass wir hier nichts ausbauen können. Aber vielleicht kommt das ja auch später noch. Und wieder einmal sind alle Spieler in die U-Bahn gegangen. Obwohl wir in der ersten Liga spielen, haben wir natürlich auch super Trainingsgelände hier. Und Physio-Fitnessraum. Also dafür, dass sie in der ersten Liga spielen, haben auch alle kein Auto, obwohl hier ein geiles Auto steht. Hier steht noch eins, dasselbe wie aber noch vermutet. So, 8 Leute sind im Casino. Ah ja. Ah, hier können wir sogar noch gucken. So, 8 Leute im Casino, 3 Leute sind beim Radio. Das sind wahrscheinlich die Anständigen. Hauptaktivität, Ego, okay. Glücksspiel. 5 Leute sind am Saufen. Einer im Fanclub. 3 Leute sind im Restaurant. Und das war's wieder einmal. Der Tag ist wieder vorbei. Und ja, als nächstes haben wir ein Pokalspiel. Das allerdings werden wir
in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.